Hey Leute, Raubelch hier. Heute wollte ich euch mal meine astronomische Feld- und Reiseausrüstung vorstellen. Da habe ich euch ein paar Sachen hier mitgebracht. Im Vornherein muss ich dazu auf jeden Fall erwähnen, dass die Ausrüstung immer darauf ausgelegt war, dass es alles sehr kompakt und leicht gehalten ist, sodass es immer eher möglich ist, die Ausrüstung zu einem Ort zu bringen, an dem gute Sichtbedingungen herrschen. Also sprich weg von den Lichtern der Stadt, irgendwelche Industrieanlagen, solche Dinge, was einfach dazu führt, dass man kein besonders gutes Bild bekommt. Deswegen habe ich mich ganz bewusst gegen ein großes Teleskop schon vor Jahren entschieden, weil ich diese kleinen Geräte hier einfach sehr gut transportieren kann. Ich bekomme das in einen 50 Liter Rucksack ohne Probleme rein und kann damit ziemlich problemlos zu Fuß auch weitere Strecken laufen und die Gerätschaften dahin bringen, wo ich gute Bedingungen habe. Und ja, wenn euch meine Ausrüstung interessiert, dann bleibt doch dabei. Also, dann fangen wir doch einfach gleich mal mit dem Teleskop an. Hier haben wir ein Celestron Travel Scope 70. Das ist im Grunde ein niedrigpreisiges Einsteiger- und Kinderteleskop, was nicht unbedingt bedeutet, dass die Optik schlecht ist, sondern das in den meisten Fällen ist bei solchen Modellen das Problem, dass das mitgelieferte Stativ vollkommener Müll ist. Ich habe das von dem hier direkt entsorgt und habe es auf ein größeres, stabileres Stativ gesetzt, das nicht klappert. Außerdem habe ich dann hier noch ein neues Cineprisma angebracht. Statt den mitgelieferten, zugegebenermaßen gar nicht so schlechten Okularen benutze ich aber meine eigenen, die ich schon länger habe, die ich zusammen mit dem anderen Teleskop erworben habe. Und zusätzlich habe ich noch ein paar Modifikationen an der Optik selber vorgenommen, aber das erkläre ich euch vielleicht ein andermal. Ja, zusätzlich kann man hier vorne noch natürlich auch noch einen Sonnenfilter aufbringen. Ich habe jetzt gerade meinen dafür nicht dabei, aber man kann sehr einfach aus bei Amazon gekaufter Sonnenfilterfolie von Bader und der Pappe, die mitkommt, also in der die Folie geliefert wird, so ein Flansch bauen, was eben die Sonnenfilterfolie hält, und dann kann man wunderbar diverse Sachen beobachten, wie zum Beispiel dieses Jahr am 9. Mai müsste das sein, der Merkurdurchgang vor der Sonne. Also wen es interessiert, einfach mal googeln. Sowas kann man dann zum Beispiel mit diesem Teleskop beobachten. Beim Celestron Travel Scope handelt es sich um einen einfachen Refraktor mit einer Brennweite von 400 mm und einer Öffnung von 70 mm. Beobachtung von Mondkratern, einfachen hellen Objekten wie den meisten Messier-Objekten, je nach Situation, Lichtsituation, in der man sich befindet, und auch einstiegliche Planetenbeobachtungen sind damit auf jeden Fall möglich. Hier seitlich ist noch ein einfaches Zielfernrohr verbaut. Das reicht vollkommen aus, um das gesuchte Ziel anzuvisieren und zu finden. Bei dem Stativ, das ich zu der Optik benutze, handelt es sich um ein Welborn D600 Video-Stativ. Das hat, glaube ich, eine Tragkraft bis um die 10 Kilo, wenn nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen ein Overkill für die Optik. Die wiegt, so wie sie jetzt da steht, etwa 1,5–1,8 Kilo. Das wäre natürlich nicht notwendig, so ein massives Stativ zu benutzen, aber das Gewicht stabilisiert nochmal das Bild. Man hat eine Masseträgheit drin und kann halt dadurch einfach besser gucken, und nicht bei jeder Berührung vibriert die ganze Optik. Das Stativ habe ich gebraucht erworben. Ich habe keine Ahnung, wie viel das damals gekostet hat, aber ich bin sehr zufrieden damit. Es hat einen flüssigkeitsgedämpften Kopf. Ich habe hier einen einfachen Fahrradklingel. Kompass angebracht, da kann ich dann ungefähr ausrichten, in welche Richtung ich mich bewegen will. Also groß und ganzen bin ich damit sehr zufrieden. Eignet sich auch für größere Optiken wie 20x80 Ferngläser oder größere Maxutov-Teleskope. Hier unten habe ich einfach nur Kabelbinder rangemacht, da das, der Spacer, der hier reingehört, einfach nicht mehr dabei war bei dem gebrauchten Teil. Deswegen habe ich mir einfach ein bisschen mit diesen Kabelbindern hier beholfen. Funktionieren tut's, sonst würde das Stativ einfach zu weit unten aufgehen und einfach viel zu flächig werden und man würde da unten drüber stolpern. Zusätzlich könnte man auf jeden Fall auch noch einen Haken oder ähnliches anbringen, um unten zum Beispiel einen Jutebeutel mit seinen Büchern, die man dabei hat, ranzuhängen, was dem Ganzen dann natürlich, weil es den Schwerpunkt tiefer bringt, nochmal einen wesentlich besseren Stand verleiht. Ist aber bei der Optik nicht unbedingt nötig. Hier haben wir dann die zweite Hauptoptik. Die kann wahlweise am Band um den Hals getragen werden oder aber mit dieser Klemme von Manfrotto aufs Fotostativ.
Und zwar bei der Optik handelt es sich um ein schon ziemlich in die Jahre gekommenes 8x56 Fernglas von der Firma Jägermeister. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das habe ich von meinem Großvater geerbt. Mit der recht großen Öffnung eben von 56 mm und der achtfachen Vergrößerung ist es sehr gut geeignet, um flächige, hellere Objekte anzuschauen, wie Sternencluster oder ja, sowas wie die Andromeda, was halt einfach sehr viel flächiger ist als kleine, kompakte Sachen wie Planeten. Und ist ein bisschen schwer, man kann es einige Zeit relativ gut in der Hand halten, aber wenn man richtig schön damit beobachten will, dann lohnt es sich auf jeden Fall, eben diese Klammer hier dran zu machen und es dann auf dem Stativ zu befestigen. Und hier haben wir jetzt eben das Fernglas montiert auf einem einfachen Stativ, was man ja sonst normalerweise für kleine DSLRs benutzt. Und das funktioniert ziemlich gut. Man hat einen ruhigen, stabilen Stand. Das Fernglas an sich ist nicht allzu schwer, deswegen kriegt man mit diesem Stativ auch keine Probleme. Und ja, das funktioniert aber auch sehr gut aus der freien Hand, wie gesagt. Deswegen kann man es auch bei diesen beiden Optiken belassen, dem Teleskop und dem Fernglas. Das muss man dann je nach Situation entscheiden. Wenn man noch vielleicht jemanden als Gast dabei hat, kann man gucken. Man kann auch noch zusätzlich was mitnehmen und das ist jetzt dann auch schon der nächste Punkt. Und das hier ist noch eine weitere Optik, die man allerdings eher optional dann je nach Gelegenheit mitnimmt. Und zwar habe ich hier einen Steiner Skyhawk 10x42. Das ist ein guter Kompromiss zwischen einem Fernglas, mit dem man gut Tier- und Landschaftsbeobachtungen durchführen kann, aber die auch eben schon in den astronomischen Bereich reingeht. Man kann sie genauso wie das größere Fernglas über diese Klemme am Stativ montieren, allerdings benutze ich sie dafür so gut wie nie, sondern habe die dann immer um den Hals hängen. Und ja, zum Beispiel auch beim Wandern dabei oder zur Tierbeobachtung. Ja, und hier haben wir noch ein paar Zusätze zu dem Teleskop. Hier hätten wir einerseits eine Barlow-Linse. Man kann effektiv sagen, dass das die Vergrößerung des Teleskops potenziell verdreifacht. Allerdings ist es bei so einer kleinen Öffnung nicht besonders sinnvoll, aber man bekommt eben die Möglichkeit, mit einem größeren Abstand zwischen Auge und Okular bei gleicher Vergrößerung was anzuschauen, und das kann halt sehr nützlich sein. Dann haben wir einmal hier ein großes 32 mm Okular, dann ein 26 mm Okular. Dann ein 20 mm Okular und noch ein 15er. Da ich ja, wie ich möchte, die Barlow-Linse in den optischen Zug zwischenschalten kann oder es lassen kann, habe ich ja potenziell also 8 verschiedene Vergrößerungen. Das ist eigentlich fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Man könnte also durchaus noch ein oder zwei von diesen Okularen einfach zu Hause lassen. Dann haben wir hier noch ein paar einfache Filter, die man eben auch in den optischen Zug einbringt oder einbringen kann, je nachdem, was man sich anschauen möchte. Dann haben wir einmal einen Planetenfilter, der, ja, ich denke mal, das Blau rausfiltert und man dadurch auch bessere Kontraste bei der Planetenbeobachtung erzielt. Dann hier haben wir einen Deep Sky Filter, der ist für dieses kleine Gerät eher bedingt sinnvoll, aber man kann damit eben auch Nebel und galaktische Objekte und eben Messier-Objekte besser beobachten. Und hier für ein Teleskop dieser Größe, meiner Meinung nach am wichtigsten, ein einfacher Mondfilter. Da auch bei so einem kleinen Objekt ein zunehmender oder fast voller Mond zwar schön zu betrachten, aber wahnsinnig hell ist. Der blendet ziemlich und durch diesen Mondfilter sieht man eben einfach wieder mehr Kontraste und die Helligkeit ist nicht ganz so überwältigend. Und man hat nicht diese schönen Flecken im Auge, wenn man wegschaut. Ja, eben ein Mondfilter ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was man dafür haben kann, wenn man denn einen Filter kaufen möchte. Und dann machen wir doch gleich mal weiter mit dem nächsten Teil. Eine sehr wichtige Sache dabei zu haben beim Sternengucken ist eine Stirnlampe mit Rotlichtfilter, weil man sich dadurch nicht jedes Mal, wenn man was nachgucken muss, selber die Nachtsicht versaut. Deswegen kommt es auf jeden Fall auch immer mit. Und wenn ich dann am An- oder Abmarsch bin, dann klappe ich einfach den Filter runter und sehe auch, wo ich hinlaufe. Dann noch ein paar Worte zur Literatur, die man mitnehmen kann. Hier der Klassiker, das Kosmos-Himmelsjahr. Seit 25 Jahren habe ich das jetzt, jedes Jahr wieder. Und da steht alles drin, was man braucht über das astronomische Jahr, von Sternschnuppenströmen über Planetenbewegungen, Mondauf- und Untergangszeiten, also alles dabei. Einfache Sternenkarten, ja, Artikel zu besonderen Ereignissen oder allgemein interessante Monatsartikel.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es nur in der Buchform, gibt es aber auch noch mit CD-ROM und ich denke auch in der Online-Variante, aber ich benutze immer die Papierversion. Dann hier, ich benutze eben auch von Cosmos den Standard Das Kompakt. Das ist eine sehr praktische Sache, wenn man dadurch eben auch einfache, kleinere Objekte identifizieren kann und ja, eindeutige Größenaussagen über die Leuchtkraft der Sterne hat. Man hat die ganzen genaueren Angaben zu schwächeren Objekten, was jetzt vielleicht für das Teleskop nicht unbedingt so wichtig ist, aber ist auf jeden Fall eine gute Sache dabei zu haben im Feld, ist auch mit der Spiralbindung und einer ja, wasserabweisenden Beschichtung sehr gut dafür geeignet. Und ja, habe ich eigentlich auch immer dabei, wenn ich rausgehe. Dann, was sowohl für Fortgeschrittene als auch Anfänger auf jeden Fall eine prima Sache ist, von Spix der Moon Scout. Da ist sehr einfach erklärt, wie man bestimmte geologische Formationen auf dem Mond auffindet, wie sie beschrieben sind mit ihren Daten, was unheimlich interessant ist, wenn man nämlich sich da oben irgendwas anschaut und dann eben tatsächlich den Bezug zu hat, wie groß ist dieser Krater, wie viel Kilometer breit, wie viel Kilometer tief, als dass man das einfach nur so sieht und dann nicht wirklich einen Begriff hat davon, wie groß es tatsächlich ist. Es sind immer dann zu den verschiedenen Phasen Detailkarten mit Durchnummerierungen und ja, Erklärungen zu den einzelnen verschiedenen aufgeführten Objekten. Also auf jeden Fall sehr schön für die Mondbeobachtung, da kann man sich auch lange mit beschäftigen, durchaus ein paar Stunden jeden Abend, wenn man denn so möchte, und zu entdecken gibt es da auf jeden Fall eine ganze Menge. Und dann haben wir hier noch eine einfache drehbare Sternenkarte. Die ist auf den 50. Breitengrad eingeeicht. Das bedeutet, wenn man signifikant weiter nördlich oder südlich kommt, dann verschiebt sich natürlich entsprechend der Ausschnitt, den man sieht. Aber hier für Deutschland und Mitteleuropa im Allgemeinen ist das eigentlich kein Problem. Da kann man eben Datum und Uhrzeit einstellen und weiß dann, was sich über einem am Himmel zu der entsprechenden Uhrzeit befindet. Ja, und natürlich braucht man auch eine Sitzgelegenheit. Ich habe hier das Walkstool Standardmodell in der Größe L. Ist auf jeden Fall immer dabei, nicht schwer, klein zu verpacken und durchaus bequem, auch über längere Zeit. Ja, und natürlich gibt es auch immer noch ein paar Kleinigkeiten wie was Warmes zu trinken, das man mitnehmen kann. Vielleicht noch eine starke Lampe im Pfefferspray. Man ist ja dann doch meistens mitten in der Nacht irgendwo ganz alleine auf dem Acker. Aber darüber hinaus wollte ich euch jetzt vor allem mal die Komponenten zeigen, die unmittelbar mit der Beobachtung zusammenhängen. Und wenn ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Wenn euch das Thema weiter interessiert, kann ich euch gerne mal mit nach draußen nehmen. Es ist halt von Lichtbedingungen her logischerweise nicht so einwandfrei, aber ich kann es ja mal probieren. Ansonsten ja, schreibt mir noch in die Kommentare, ob ihr da mehr darüber sehen wollt zu diesem Thema. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Rob Ech, signing out.